Willkommen zur folgenden Videosequenz. Heute befassen wir uns mit der Zahlungsbilanz. Nachdem Sie dieses Lernvideo angeschaut haben, kennen Sie die gängige Definition der Zahlungsbilanz, kennen Sie die Leistungsbilanz und die Kapitalverkehrsbilanz. Sie können erklären, was mit einem Leistungsbilanzüberschuss und einem Kapitalverkehrsbilanzdefizit gemeint ist. Und Sie können erklären, was mit einem Leistungsbilanzdefizit und einem Kapitalverkehrsbilanzüberschuss gemeint ist. Die Schweiz liegt nicht alleine irgendwie auf der Welt, sondern rundherum sind auch andere Länder, mit denen die Schweiz wirtschaftliche Beziehungen unterhält, wie zum Beispiel die USA. Sie hat hier ein bisschen wenig Sterne, aber 50 Sterne zu zeichnen ist ein bisschen schwierig, deshalb ein paar wenige Sterne, aber immerhin, man weiß, es geht hier um die USA. Okay, die Schweiz zum Beispiel exportiert Lindt-Schokolade in die USA. Und die Schweiz importiert zum Beispiel Ford-Autos von den USA. So, jetzt kommt es eben darauf an. Wie kann man das messen? Wie kann man diese Beziehungen messen? Auf das kommt es nämlich schwer drauf an, denn wenn man nur importiert, dann gibt man ja mehr als aus, als man einnimmt. Also kommt es doch drauf an, dass man das messen kann, diese Verflechtung. Für das gibt es die Zahlungsbilanz. Eine kleine Definition. Zahlungsbilanz erfasst den geldmäßigen Wert in Devisen von sämtlichen wirtschaftlichen Beziehungen eines Landes wie der Schweiz mit dem Ausland. Sie setzt sich zusammen aus der Ertragsbilanz und der Kapitalverkehrsbilanz. Wichtig, es gilt hier das Prinzip der doppelten Buchhaltung. Im Übrigen ist mit Bilanz nicht eine starre Rechnung gemeint, wie bei Unternehmen, wo man eine Bestandesgröße berechnet, zu einem Stichtag, sondern im volkswirtschaftlichen Sinne geht es hier um eine Stromrechnung. Es gibt Stromgrößen, ähnlich wie die Erfolgsrechnung bei einem Unternehmen. Es geht also um Veränderungen zwischen Ausgaben und Einnahmen. Betrachten wir den Aufbau der Zahlungsbilanz. Wir sehen, es hat einerseits die Leistungsbilanz, man nennt sie auch Ertragsbilanz, und auf der anderen Seite die Kapitalverkehrsbilanz. Exporte von Gütern, Export von Dienstleistungen, Export von Arbeitsleistungen und Kapital führt dazu, dass wir im Prinzip verdienen. Das Ausland kauft etwas. Hingegen beim Import kaufen wir etwas aus dem Ausland. Bei der Kapitalverkehrsbilanz haben wir einerseits Forderungen des Auslands an die Schweiz, Investitionen durch Ausländer in der Schweiz, Schweiz-Wertpapiere, die durch Ausländer gekauft werden, Kredite ausländischer Banken an Schweizer Banken und auf der anderen Seite Forderungen der Schweiz ans Ausland. Schweizer Investitionen im Ausland, Kauf ausländischer Wertpapiere durch Schweizer und Kredite von Schweizer Banken an ausländische Banken. Beide hängen miteinander zusammen. Denn jeder Kauf, jeder Bezug von Dienstleistungen führt letztendlich dazu, dass es auch Finanztransaktionen gibt. Also,
betrachten wir das vorgängige Beispiel mit der Lindt-Schokolade und dem Ford-Auto. Die Lindt-Schokolade wird exportiert und führt dazu, dass mit Dollar letztendlich bezahlt wird. Das heißt, wir haben hier Buchung, Gegenbuchung, doppelte Buchhaltung. Wir kaufen das Auto und wir zahlen auch hier mit Dollar. Jetzt sehen wir in der Kapitalverkehrsbilanz, führt das hier da, der Kauf vom Auto, dazu, dass die USA letztendlich eine Forderung an die Schweiz hat, zumindest der Ford-Händler, wenn man so will. Umgekehrt bei der Lindt-Schokolade ist eine Forderung aus der Schweiz in Richtung USA entstanden. Durch diese Konstellation merken wir haben es so, dass die Zahlungsbilanz immer ausgeglichen ist aufgrund des Systems von Buchung gegen Buchung. Nun, was geschieht, wenn wir einen Leistungsbilanzüberschuss haben? Das bedeutet zum Beispiel, dass die Schweiz mehr exportiert als importiert, was ja auch geschieht in Tat und Wahrheit. Nun, nehmen wir mal an, die Schweiz exportiert ganz, ganz viel Lindt-Schokolade. Es entstehen Forderungen gegenüber den USA. Ganz viele Swatch-Uhren werden exportiert. Hier wiederum Forderungen. Im Saldo sieht es so aus. Die Schweiz generiert einen Leistungsbilanzüberschuss und eine Kapitalverkehrsbilanzdefizit. Nun warum? Aufgrund der Handelstätigkeit ist der Devisenzufluss größer als der Devisenabfluss. Die USA brauchen im Prinzip mehr Franken, um Schweizer Güter zu kaufen. Entsprechend fließen so gesehen im Prinzip auch mehr Dollar ins Land. Wir haben aber einen Kapitalexport. Wie sieht es jetzt aber bei einem Leistungsbilanzdefizit aus? Jetzt zum Beispiel aus der Sicht der USA. Die USA importieren Lindt-Schokolade, was Forderungen generiert vom Ausland her, und Swatch-Uhren, was wiederum Forderungen generieren. Es entsteht ein Leistungsbilanzdefizit im Saldo und ein Kapitalverkehrsbilanzüberschuss. Wir haben jetzt hier einen Devisenabfluss, der größer ist als der Devisenzufluss. Die USA schaffen es also nicht mehr, durch den Devisenzufluss die Importe zu zahlen, müssen sich also in Franken verschulden. Das bedeutet, es fließen mehr Franken ins Land. Entsprechend Kapitalimport. So, ich hoffe, Sie sind nachgekommen mit meiner Erklärung und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.